Sadhguru, was immerhin das Beste ist, was ein nicht naiver Hinduismus oder Shivaismus zu bieten hat, spricht von Umarmung des Todes und bringt die Legende des Buddha vor, der seinen letzten Tag verkündet und dann den Tod willkommen heißt. Das ist auch nur Strategie und entspricht nicht der Wahrheit, sondern ist nur eine anaximandrische Seite dieser Todesmystikanbieter. Der Erwachte kann nicht anders als Lacan, als den Tod zu verfluchen, in der Hoffnung, aus der Redundanz der Wiederkehrskreise durch Ablehnung dieses immer wiederkehrenden Lebendigen herauszukommen, vielleicht Abscheu, Verfluchung, Verzweiflung im letzten Moment. Das ist die einzige Haltung, die der wahrlich Wissende einnehmen kann gegenüber, egal, dem Tödlichen oder dem Lebenswiederkehrmachenden. Und das allein ist die einzige Todesmystik und nicht der Trick dieser vedistischen Schamanen aller Zeiten, die Schäfchen mit dem Unvermeidlichen zu trösten, um sie besser melken zu können. Der Tod als ultimatives Ende betrachtet, hat für den wahrlich Erwachten die zwei Seiten und stellt das dar, was wir in den letzten Videos betrachtet haben. Das ist nur die Horror-Terror-Peitsche des Unmöglichen, um das eigentliche Geschehen, um das eigentliche. Der Drittveränderungsimperative, sich ins Werk setzen, machen zu lassen, immer wieder wiederholt, schnell nochmal vor dem unvermeidlichen, definiten, unwiederbringlichen. Nur dafür dienen diese Eingangs- und Ausgangstüren des Horriblen. Aber das lässt nicht zu, sich zu versöhnen damit. Sondern es muss auch nicht verflucht werden, das wäre zu viel der Liebes- oder Hassensmüh, sondern verachtet, verdammt, zurückgewiesen werden als nein, danke, wir verzichten auf diese Wiederkehren. Nur das lässt einen in den Zustand der Gelassenheit kommen. Die Hoffnung nämlich, dass man nicht wiederkehrte, dass sich das Erlösen lösen könnte und nicht immer weiter so machen muss. Zumindest war das Phantasma des Buddha und nicht die Chimäre der Umarmung dieses Wiederkehrsprinzips, das nur die Schallmauer, die Gummibandmauer darstellt. Kurz davor, dennoch dagegen strampeln zu wollen.